Das einzige Mittel, das ich dagegen kenne, ist, mach nur ein bisschen langsamer. Einfach alle Bewegungen langsamer. Und dann kriegst du auch die Kontrolle zu. Wahrscheinlich auf die Autobahn will. Um dir das leicht zu machen, würde ich dir, also wenn er jetzt nicht sagt, alles klar, wir fahren hier rechts und dann wieder eine Runde zurück in die Stadt, dann wird er geradeaus auf die Autobahn fahren. Und dann hast du ja hier so eine coole Kurve, die so Bock macht, so einmal so links und so rechts. Und ab hier darfst du halt Gas geben. Den drück ruhig schon ein bisschen drauf. Alle Lenkrad auch noch festhalten, weil er wegen dir hängt. Und jetzt sagt der Prüfer, wir wollen an der zweiten Ampel links. Das heißt, ich muss jetzt schon mal. Wenn du das jetzt machst, hast du es halt einfach. Dann guck einfach, beobachte in Ruhe und das ist safe. Von der Geschwindigkeit her, wie du das, diese ganzen Moves gemacht hast, Maximum, nicht schneller. Wenn du schneller kannst, schön, behalte es für dich, zeig es dem Prüfer nicht, sondern mach so, nie, in Ruhe, dass er das sehen kann, machst es ruhig und wechselst dann, dann ist safe. Das ist so anstrengend. Weil es bergab geht. Die ganze Zeit. Immer so zu halten? Ja. Kein Mensch macht das, weil ich fahre so Auto. Eine Hand habe ich oben und die andere irgendwie und dann fahre ich so. Manchmal lehne ich mich so an, dann fahre ich so. Du gewöhnst dir später eh deine eigene Fahrweise an. Drück nicht, lass ihn erstmal in Ruhe fahren. Vielleicht hängt er am Handy oder so oder was weiß ich. Deswegen ist das so wichtig, dass du das schaffst, dich zu konzentrieren, weil das kostet dich ja den Kopf, hier oben so zu bleiben. Sobald du anfängst, über irgendwas anderes nachzudenken, gehen die Hände runter. Es muss die ganze Zeit so safe, okay, wo muss ich her, wo muss ich lang, denke meine Hände, hinspiegeln. Immer wieder beobachten während der Fahrt. Ne? So, ja, das ist jetzt hier die zweite Ampel gekommen. Wir wollen links, also check nochmal die Spiegel. Aber die Spur ist schon richtig, ne? Was machst du, wenn, wenn dir in der Prüfung auffällt, dass du aus Versehen auf diese Spur gefahren bist, auf die linke? Kann passieren. Wenn er jetzt geradeaus. Achso. Wir wollen ja links. Kann ja sein, dass du gedacht hast, oh, hier sind die Pfeile und du fährst aus Versehen auf die ganz linke Spur. Ich weiß nicht. Was mache ich dann? Dann fährst du einfach ganz normal, wie du das auch auf dieser Seite machen würdest. Erstmal. Mhm. Bis du dann auf der linken Seite bist und wieder die Kontrolle hast. Und dann gehst du rechts rüber. Okay. Weil du darfst nicht kontinuierlich links fahren. Und meistens, weißt du, wer die linke Spur normalerweise benutzt? Die ballern wollen. Ich? Ja, also die fahren einfach alle links rüber und wollen Gas geben. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, in der Prüfung mit dem Fahrschulauto auf der linken Spur bist, dann eskalieren die hinter dir. Sagen sie, was ist los mit dir, warum fährst du hier, gib Gas. Du hast kein Schild auf dem Dach, gibst aber nicht Gas, die wissen nicht, was mit dir los ist. Und damit das nicht ungünstig wird einfach, wenn dir das passieren würde und du wärst jetzt da, wo der Weiße ist, würdest du einfach links, rechts rüber blinken und gehst dann wieder auf deine Spur zurück. Von hier aus kannst du dann in Ruhe machen. So, aber einmal knackig Autobahn, wenn zwei, dreimal auffahren machen. Ist gut, ne? Guck mal, pass auf. Der Prüfer sagt, wir wollen dann auf die A2 Richtung Oberhausen. Ich weiß, hier steht 120, aber Skoda, Octavia, Fabia, schieß mich tot, fährt nicht, schieb ihn nicht weg. Genau, ganz runter. Musst du auch in der Prüfung machen. Darfst du Sicherheitsabstand, kriegt der Prüfer da hinten solche Schweißränder. Ja, wir fahren Richtung Oberhausen weiter, check aus, wo das ist. Sobald du es gesehen hast, zeig allen, dass du es gesehen hast. Blick. Genau. Jetzt musst du nochmal nach Oberhausen. Check wieder die Spiegel, check wieder, wo das ist. Gut. Die Kurve, die jetzt kommt, wie schnell welcher Gang? Ja, wie schnell? Ungefähr. 50. Jo.
Wenn du merkst, die Kurve ist ja kinderleicht mit 50, kannst du auch 60 fahren. Und wenn du merkst, boah, ist die Kurve krass eng, fahr 40. Aber dritte Gang ist gut. Das ist wie eine gute Mischung. Den kannst du immer noch stärker machen und immer noch schwächer. Aber passt erstmal. So, ich halte dir den Innenspiegel zu, damit du nur den Außenspiegel benutzt. Warum? Weil man in dem linken Außenspiegel viel, viel mehr sehen kann als in dem Innenspiegel. Ich zeig dir gleich warum. Schalten hättest du ruhig lassen können. Das hättest du nicht machen müssen. Warum kann ich hier mit 5 Minuten? Warte, mach erstmal. Wenn dir das, guck mal, du bist jetzt gerade so im Scheiße, hier irgendwas klappt nicht, ne? Erstmal cool bleiben. Der Gang läuft ja. Mach erstmal Blinker aus. Ist cool. Und dann sammelst du dich kurz, mental. Und dann machst du weiter. Jetzt mach mal in Ruhe in den 5. Gang oder in den 6. was du willst. Jetzt wirst du sehen, dass es funktioniert. Such dir was aus, scheißegal. Siehst du, wie einfach das geht? Hat aber nur geklappt, weil du jetzt ruhig gemacht hast. Wenn du wärst, geht nicht. Dann klappt nicht. Lass dir da Zeit, ohne Ende. Wenn du dann dich so gesammelt hast hier, dann kannst du zusehen, dass du auf 120, 130 kommst. Wenn du mal nach vorne guckst, da ist der LKW, ne? Den wirst du sehr, sehr wahrscheinlich überholen müssen. Wenn du jetzt hier reinguckst, guck mal, da verschwindet das Auto und da kannst du das noch sehen. Das ist der Grund, warum ich den hier am Anfang zugehalten habe. Weil der Winkel, wo du die Autos sehen kannst, da größer ist als hier. Schau mal, der Audi jetzt zum Beispiel, beobachte den mal. Wenn der hier weg ist, guck mal in den Außenspiegel. Siehst du, wie lange du dir noch mehr sehen kannst da? Und damit das nicht gefährlich für dich wird, wenn du auf die Bahn fährst, benutzt den, nicht den. Den kannst du immer wieder während der Fahrt benutzen. Schmeiß einfach einen Blinker. Jetzt checkt der Schwarze da hinten, was du willst, bleib am Gas. Guck mal, was der jetzt macht. Und dann machst du einen Seitenblick und gehst rüber. Hättest du nicht geblinkt, wäre der nicht rübergefahren. Vielleicht will er ja auch überholen. Das bleibt nur sein großes Geheimnis, weil er nicht blinkt. Und wenn er blinkt, kannst du das checken, nimmst Gas weg, lässt ihn rein oder was weiß ich. Aber blinkst du nicht, lässt dich keiner rein. Ist anders als in der Stadt. In der Stadt ist ja so, du blinkst, biegst ab. Aber hier nicht. Hier musst du blinken und dann irgendwann kommt deine Chance und kommst rein. Also blink hier manchmal 2-3 Minuten, ist egal. Aber die Kupplung kannst du ganz weglegen. Den Fuß kannst du, ja genau. Hier reicht immer Gasbremse, Gasbremse. Ja, und wenn die wieder abziehen, bist du da. Aber bei den LKWs habe ich manchmal richtig Angst, weil die immer direkt die fahren und dann blinken die. Ich habe früher richtig Paranoia gekriegt. Mein Herz ist immer direkt so, boom, wenn ich so gefahren bin. Und der hat zum Beispiel jetzt geblinkt und ist dann rübergegangen. Aber du kannst dich, in Anführungszeichen, darauf verlassen, dass die das nicht so krass machen, wie es in deinem Kopf ist. Also ich habe dann immer, wenn der jetzt geblinkt hat, habe ich fast eine Vollbremsung gemacht, weil ich gedacht habe, boah, der sieht mich nicht, der fährt hier rein. Ist aber gar nicht so. Es ist eher andersrum, so wie wir das machen auch. Du blinkst. Und dann guckst du erstmal, wo überhaupt eine Lücke entsteht. Also ich kann dir nicht versprechen, dass es nie passieren wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass dich einer nicht sieht, blinkt und reinfährt. Selbst wenn, machst halt nur eine Bremse und nicht ausweichen rechts oder links. Geht halt nicht. Okay, drück mal noch ein bisschen drauf, sodass wir ihn hier überholen können, den Anhänger hier. Und dann fahren wir gleich rechts auf die A45 Richtung Dorm und Mengele. Das reicht schon von der Geschwindigkeit her. Check in Ruhe ab. Machen wir mal den. Und dann fahren wir so Richtung Waldrop und Dorm und Mengele. Siehst du? Dem Schild. Genau. Check nochmal aus, ob da nicht irgendein Wahnsinniger hinter dir kommt. Genau. Aber guck mal, wo Waldrop ist. Bremst nicht zu krass. Weil noch ist das eine normale Bahn. Noch geht es halt einfach ganz normal weiter. Du kannst auch Gas geben. Du darfst ihn nur nicht gleich rechts überholen. So, siehst du, wo es lang geht? Hier rechts. Genau, aber blink. Ausfahren. Ja, aber nicht über die Linie. Ja, hab ich immer. Lass die Zeit. Bremst fest am Unterkupplung, bis du dich wohlfühlst. Bremst mal wirklich so viel, bis du sagst, okay, ich habe es im Griff. Bleib hier schön auf meiner Seite. Oh, das ist ein bisschen zu schnell. Ja, bleib hier auf der Seite. Ja. Bremst ruhig. Du bist Boss. Kupplung. Dann fahren wir rechts weiter. Lass die Zeit, lass die Zeit. Mach langsamer. Immer wenn du merkst, ist zu schnell. Ja. So, in Ruhe, welcher Gang?
Ja, genau. So, und wir wollen dann auf die A2 Richtung Hannover. Und auch so in Ruhe nochmal gucken. Auch diese Kurve immer mit einem guten Gefühl nehmen. Nicht so. Also ich bin natürlich dabei, kein Problem, aber in der Prüfung, wie sich da eine Scheibe klebt, ist halt nicht so gut. Wichtig, dass du jetzt nicht schaltest. Der dritte Gang kann alles. Den halte ich dir zu, damit du die alle gut siehst. Muss ich jetzt eigentlich schon reden? Ja, klar. So, pass auf, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Siehst du die Linie in der Mitte? Die sieht ja normal aus, ne? Die Linie, die weiße. Gestrichelt einfach. Die sieht ganz normal aus, ne? Guck mal, die hat sich jetzt verändert. Jetzt ist das eine dicke Linie. Weißt du warum? Die endet die Spur. Das heißt, du musst dich jetzt kümmern und dann links vorbei. Wieder einen Seitenblick auf und dann rüber. Das gleiche passiert dir nochmal. Immer wenn diese Linie so dick ist, geht deine Spur entweder rüber oder darüber. Die bleibt auf gar keinen Fall hier. Aber hier ist zweimal rüberwechseln. Scheißegal. Und jetzt kannst du in Ruhe ruhig fünfte oder sechste Gang nehmen möchten, mir ist egal. Spielt das eigentlich eine Rolle, welche so fünfte oder sechste? Sechste ist halt noch Umweltschule. Ne? Kannst du auch den sechsten nehmen. Aber erstmal ist es wichtig, dass du umschaltest. Den Fuß nimm ich weg von der Pilo. Dann kann der wieder chillen. Und du kannst das mal beobachten. Wir fahren jetzt weiter hier, kommt aber gleich rechts zum Parkplatz. Immer wenn so Spuren von der eigentlichen Autobahn weggehen oder dazukommen, sind die Linien so dick wie das hier rechts außen. Immer. Das heißt, wenn du irgendwann mal hier drauf fährst und denkst dir so, okay, bleibt die Straße jetzt oder geht die weg, dann kannst du immer wissen, dass du deine Spur endet, wenn die Linien so dick sind wie das. Siehst du das? Diese. Sind ja dicker als die. So, du weißt, wenn du dann hier bist, alles klar, entweder gleich rechts oder links rüber. Oh, krasser Mensch. Okay, dann zieh wieder auf 120, zumindest wenn es möglich ist. Und wenn du mal links guckst, da ist viel los, ne? Blink einfach. Und dann guck, was passiert. Beobachte in Ruhe. Er wartet jetzt, merkst du das? Du musst den Seiten blicken. Wenn du nicht geblinkt hättest, hätte der vielleicht Gas gegeben oder so, keine Ahnung. Vielleicht will der auch raus, aber er blinkt halt nicht. Das ist dann sein Pech oder keine Ahnung. Ja, auch nichts hier. Fahren wir einfach weiter. Und wenn es dir passt, kannst du ihn auch überholen. Genau. Aber dann mit ganzem Herzen. Genau. Warte mal, guck mal, was der LKW macht. Lass dir Zeit. Du wolltest schnell rüber. Immer wenn du irgendwas schnell machen willst, ist das nicht cool, weil du brauchst Zeit und Ruhe, um das abzuchecken, dass alles cool ist. So, jetzt kannst du es in Ruhe machen. Beobachte. Aber sei nicht beobachten. Lass dir Zeit. Ich kann verstehen, dass du davor Angst hast, weil du merkst, das kommt auf einmal. Wenn du dir aber Zeit lässt, so wie jetzt gerade, dann hast du eine Chance, das zu erkennen. Nur wenn du ballerst nicht. So, wechsel mal ganz rechts rüber einmal. Fahren wir nämlich Richtung Dortmund Nordost. Also der Prüfer würde sagen, in Dortmund Nordost verlassen wir die Autobahn. Oder an der nächsten Ausfahrt verlassen wir die Autobahn. Und dann weißt du, okay, ich habe noch 1 Kilometer. Lohnt sich das, den LKW noch zu überholen? Oder gehe ich schon hier rein? Guck mal wieder in den Spiegel, damit du das nochmal siehst. Der verschwindet hier und wenn der weg ist, guck mal in den linken Spiegel. Da hast du noch ganz viel von dem, dass du eine Chance hast, den zu erkennen. Deswegen habe ich ihn gerade zugehört. Es ist halt einfacher für dich, wenn du drauf fährst, mit dem zu arbeiten. So, check mal. Wir fahren Richtung Lüdenscheid Dortmund. Na. Gut. Und dann fahren wir Richtung Lünen und Dortmund Brechten. Guck mal, wo das ist. Oh. War nicht so schnell. Sagst du jetzt noch rechts? Alles gut. So, Richtung Lünen und Dortmund Brechten. Check jetzt schon aus, wo das ist. Dann kannst du da hochgucken, ob da einer angeballert kommt. Kommt aber nicht. Und jetzt hast du genug Zeit. Also nochmal gucken. Und jetzt war das doch ruhig, dieser Wechsel. Weil du rechtzeitig geguckt hast. Wenn du nicht guckst, kommt alles auf einmal. Dann ist es immer stressig. Hier.
Ich halte dir wieder zu. Jetzt? Ja, ich glaube. Boah, hast du lange gewartet, ne? Ein bisschen zu lange. Genau. Da würde der Prüfer, wenn er nett ist, locker ein Auge zukneifen. Weil bis hierhin bist du ja auch schon ein bisschen gefahren. Aber, guck mal, jetzt erkennst du das wieder an den Linien. Siehst du das? Der hier muss irgendwas machen. Entweder weg oder drauf. Und jetzt kommt deine Linie. Einmal einen Schulter liegen. Ja, hier bei der Autobahn muss man ja nur so ganz kurz. Ja, aber das Wichtige ist, dass der Prüfer trotzdem. Also, warte, sammel dich jetzt. Mach erst. Mach Blinker aus. Oh. Alles gut. Und dann ruhig fünfte Gang oder so. Während du fährst, so, ne? Ja. Musst du den Schulterblick ungefähr so machen. So. Das reicht. Aber wenn ich dich angucke und du machst das, kann ich das nicht unterscheiden. Guck mal, du machst so oder so. Das ist so. Also musst du meinen Kopf bewegen. Ja, weil wenn du, ich weiß nicht, ob du in den Spiegel guckst oder ob du einen Schulterblick machst. Weil du sagst so. Check wie schnell. Ich weiß. Das Schild steht nämlich ein bisschen mies. Also wir fahren dann rechts Richtung Lünen weiter. Du kannst dir aussuchen, ob dritter oder zweiter Gang. Vierter auf gar keinen Fall. Link nochmal. Bleib auf deiner Spur. Guck auf gar keinen Fall nach links. Bleib auf deiner Spur. Ja, check. 70. Ach so, ich kann nicht. Ich weiß, weil wenn du so machst, ist keine Chance, den zu erkennen. Aber halt dich nicht. Wie viel ist hier? 17. Ja, ich meine, aber beeil dich nicht, weil. Genau, deswegen nicht. Du bist gerade um die Kurve geschossen und denkst so, oh, aber du musst in dieser Situation, das ist ja so. Du bist dann ja unter Stress. Autobahn, Spurwechsel, links, rechts, dann kommt diese blöde Spur hier. Da fährt er nicht. Ich fahr auch nicht. Ach, das ist egal. Wichtig ist, dass du weißt, das ist alles in Anführungszeichen scheißegal. Das Allerwichtigste ist, dass du das Ding hier im Griff hast. Dir können all diese kleinen Fehler passieren. Das ist nicht wild. Du darfst nur nicht im Kopf anfangen, dann weiter zu rennen. Du musst dann, wenn du merkst, das entgleitet dir, ist die einzige Möglichkeit, innerlich einen Gang runterzufahren. So. Fahren wir einfach ganz geradeaus weiter einfach. Check jetzt schon mal hinter dir ab. Gut. Prüfer sitzt ja übrigens hinter mir oder hinter Tim und dann guckt er immer so in den Innenspiegel. Und dann sieht er, was deine Augen machen. Also falls du dich fragst, wie der dich beobachtet, der guckt einfach von hinten in den Innenspiegel. Das macht mich bestimmt noch nervöser. Ja, klar. Aber wenn du, hast du gesehen? Ja, ich glaube. Wenn du merkst, du wirst nervös, kneif ihm einfach ein Auge zu, dann wird er auch nervös. Weiß er nicht mehr, wohin gucken soll. Nein, mach nicht. Ich stehe mal vor. Ich habe einmal einen Kumpel gehabt, der bei mir tatsächlich auch einen Führerschein gemacht hat, den er erst ein bisschen später gemacht. Und der hat gesagt, ey Rob, was sag ich, wenn ich den Prüfer so ein Auge zukneife? Das ist so scheuer, das ist nicht hier. Und dann in der Prüfung, irgendwann sollte er parken. Du musst ja beim Parken, musst ja mal rückwärts gucken. Dann hat er sich so umgedreht, dann hat er mich so angeguckt. Und dann hat er mir dann so ein Auge zugekniffen. Musst du mich beherrschen, wie die Toten in deiner Prüfung. Wenn du dann am Anfang ziemlich oft guckst, dann lässt er dich danach in Ruhe. Weil der merkt, du hast von Anfang an schon eine gute Beobachtung. Warum soll er dann jetzt die ganze Zeit so da reingucken? Du machst Autobahn gut, nur dein Herz schlägt zu schnell. Und dann passiert dir das zwischendurch, dass du selber merkst, du bist zu schnell und hast das nicht im Griff. Und dadurch bekommt man dann so dieses ungute Gefühl. Das einzige Mittel, das ich dagegen kenne, ist, mach nur ein bisschen langsamer. Einfach alle Bewegungen langsamer.
dann kriegst du automatisch deine Kontrolle zurück. Und das ist wirklich auch der einzige Tipp, den ich wirklich ernsthaft für dich habe, wenn die Prüfung ist und du merkst so, oh fuck, irgendwie läuft das gerade so nicht so cool. Die Bewegungen langsamer machen. Nicht langsamer fahren. Wenn ihr 50 ist, musst du immer noch 50 fahren. Und du kannst da nicht, okay, Spiegel, wie schnell fahre ich? Ah, wo ist der Blinker? Jetzt hier, welcher Gang? Oh, da guckt der Prüfer wieder, wo will er lang? Was soll ich machen? Und dann schaffst du es nicht, die Kontrolle zurückzukriegen. Die kriegst du nur zurück, wenn du dann wirklich dreimal tief ein- und ausatmest und dann in Ruhe dein Ding machst. Siehst du da vorne, was der Audi macht? Vor dir. Genau, der. Kann sein, dass wir hier mitten auf der Straße stehen bleiben. Einfach nur, weil er Bock hat auf, was weiß ich, hier einfach gerne zwei Straßen zu fahren. Dann rechne damit, stehen zu bleiben. Ich weiß, hier ist 50. Aber siehst du das Ding? Vielleicht steht da einer. Mach langsam. Du musst gucken, deiner steht. Ist nicht? Cool, geht's weiter. Aber nicht, dass jemand an der Stoßstange hängt und denkst du, jo, was mit 50? Krass, wie lange die GoPros laufen. Ich habe da zwei neue Akkus für geholt und neue Speicherkarten. Das kann ich hier 7 Stunden aufnehmen. 7 Stunden sind in Österreich, ey. Merkst du, was du jetzt machst? Hier ist 50. Du fängst an, ihn so ein bisschen zu schieben. Wenn er offensichtlich nicht an die 50 drankommt, ist das nicht dein Bier, der Prüfer beobachtet dich, wenn du dann trotzdem diesen Sicherheitsabstand lässt. Wenn du aber anfängst zu schieben und sagst, Junge, ist 50, dann ist also pädagogisch nicht so. Nicht so blicken. Wieder fährt der Pit fast. Aber egal, chill hinterher. Guck nochmal kurz hinter dir und deine eine Spur teilt sich jetzt auf in zwei. Welche nimmst du? Rechte. Gut, aber warum? Rechtsfahrgebot. Das hast du eben gemerkt, das kann ich gut mitleben. Und weil die rechte Spur die einfachste ist, die linke Ende. Ja. Ne? Aber ist egal, wie du es dir gemerkt hast, Hauptsache fährst auf die rechte Spur. Wie lange geht so ein Video eigentlich? Ja? Ja? Ach krass. Schon vor ein paar Monaten habe ich mir die mal angeguckt. Ach cool. Also ich hoffe, die haben die auch gefallen lassen. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich ich dachte mir auch so, boah, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich mal da echt? Da ja, sauber. Aber jetzt bin ich so nervös. Echt? Ja. Wir können ja noch eins machen. Können wir machen, ja. Na gut. Warst du schon mal im Parkhaus? Wir haben ein Parkhaus-Video gefunden. Cool. Ja. Können die Leute in die Kommentare schreiben, ob die auch Bock haben auf ein Parkhaus-Video. Ja, ich will auch ein Parkhaus-Video. Was ein Pattern. Guck mal, wie die fahren. Mach einfach langsam. Das kann dir in der Prüfung passieren. Wichtig ist nur, also der Prüfer guckt, wie du damit umgehst. Nicht drücken, sondern einfach sagen, oh, er hat einen Fehler gemacht. Ich fahr vorsichtig. Safe. Wie lange geht so ein Video? Also, wir fahren ja ungefähr 90 Minuten und ein bisschen länger. Und Kevin schneidet das dann in zwei Teile. Also immer so, das werden so, dadurch, dass die ganzen Ams und rausgeschnitten werden und die Phasen, in denen einfach nichts passiert, wird das dann, das ist eine Folge immer so 30 Minuten lang ungefähr. 30. So, nächste Ampel fahren wir links. Das ist die Zeit. Check jetzt schon und hol dir mehr Zeit. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen zu spät. Das ist aber alles nicht wild. Wichtig ist nur, dass du mit Kontrolle hier ranfährst. Genau. Ersten Gang hast du drin. Fahr mal noch ein bisschen näher, bis du so gerade eben den Asphalt noch siehst. Das reicht. Beeilst dich immer noch sehr, ne? Willst schnell echt? Hinterher, ne? Ja, ich habe das Gefühl, wir fahren los und du willst schnell hinterher. Auch das hier mit der Kurve. Ja, so aber ich finde das auch manchmal ein bisschen. An deinem Trick. Ja? Bisschen. Aber was wollte ich jetzt sagen? Achso, wegen Buschen. Also, weil ich das Gefühl habe, du fährst schnell hinterher. Ja. Du findest das manchmal zu lahm, wenn wir losfahren, oder? Ja, ich will nicht die anderen so aufhalten. Ärgern. Okay, aber pass auf. In der Prüfung, ne? Ist das das gleiche wie beim Umkehren?
Du musst wirklich im Kopf die anderen komplett ausschalten. 70 kannst du hier fahren, kannst du musst drücken. Du musst sie komplett ausschalten, weil die haben schon Schein. Sieh zu, dass du auch einen kriegst, dann kannst du ballern. Aber solange du dann in der Prüfung bist, versuch nicht, denen hinter dir das Recht zu machen. Okay. Versuch lieber, die Kontrolle zu behalten. Hier zum Beispiel fahren die auch ganz gerne lang. Hast du eine Idee, warum? Weil da 70 ist und jetzt kommen die Schilder und genau das wollen die sehen.